Marius Borg-Høiby steht derzeit wegen heftigen Gewaltvorwürfen im Fokus der norwegischen Ermittler. Nun versuchte der Sohn von Mette-Marit von Norwegen, sich rauszureden. Vor über zwei Monaten sorgte Marius Borg-Høiby, 27, für Negativschlagzeilen, als er eine Ex-Freundin brutal attackierte. Derzeit laufen nach wie vor Ermittlungen gegen den Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen, 51. Marius gab bereits kurz nach dem Vorfall zu, dass er in der Nacht vom 3. auf den 4. August die Kontrolle über sich verloren habe. In einem schriftlichen Statement erklärte er: "Letztes Wochenende ist etwas passiert, was niemals hätte passieren dürfen. Ich habe in einer Wohnung Körperverletzung begangen und Gegenstände zerstört, während ich nach einem Streit mit Alkohol und Kokain berauscht war." Der Anwalt des 27-Jährigen bestätigte aktuell, dass Marius seit dem 4. August insgesamt 8-mal von der Polizei verhört wurde. Doch statt weiter Reue zu zeigen, ruderte Marius über seinen Anwalt überraschend zurück und versuchte, sich aus allem rauszureden. Marius Borg-Høiby übernimmt plötzlich nur noch einen Teil der Verantwortung. Nachdem Marius Borg-Høiby im August mit der Gewaltattacke gegen seine Ex von sich reden machte, meldeten sich weitere Ex-Freundinnen des 27-Jährigen zu Wort und berichteten von Gewalt in deren Beziehungen. Ein Vorwurf, den der Sohn von Mette-Marit nun entschieden von sich wies. Gegenüber der norwegischen Presse stellte sein Anwalt stattdessen klar, Høiby hat 3 turbulente Beziehungen erlebt, bei denen er natürlich seinen Teil der Verantwortung trägt. Und damit nicht genug, Marius wurde von seinem Anwalt sogar als Opfer dargestellt, indem er sagte, in den Vernehmungen hat er von Misshandlung durch mindestens eine der beteiligten Frauen berichtet. Worte, die für die Frauen sicherlich nur schwer zu verdauen sind. Marius Borg-Høiby, in Kürze wird er mit der Vollzeitrehabilitation beginnen. Der Anwalt von Marius' Ex-Freundin Juliane Snekkestad, 29, reagierte bereits auf die jüngsten Aussagen und erklärte: "Für meine Klientin ist es leider keine Überraschung, dass der Beschuldigte nichts zugibt." Die 29-Jährige hatte zwar gehofft, dass er gesteht. Sie ist aber leider nicht überrascht, dass es sich nun offensichtlich in diese Richtung entwickelt. Statt sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen, will sich Marius nun in einen Entzug begeben, um seine Drogenprobleme in den Griff zu bekommen. Dazu verkündete sein Anwalt, da die Vernehmungen abgeschlossen sind, wird er in Kürze mit der Vollzeitrehabilitation beginnen, wie er es sich gewünscht hat.